Wilddiebe, die Gib mir den einen Moment. Darum geht es ja nicht genau wie mir, weil wissen Sie, mir geht es auch momentan psychisch gar nicht so gut. Ich pflanze zu. Die Vorarlberger sind große Comedy- und Kabarettfans. Was da noch fehlte, war ein eigener Comedy-Preis. Aber den gibt's jetzt ja. Ich bin überzeugt, dass brutales Potenzial da ist, weil in Deutschland haben wir jetzt schon einen guten Namen. Und die Künstler, wenn es heute so ist, wie wir es uns vorstellen, kommen die sicher nach Deutschland, in die Schweiz und machen für uns Werbung. Und das ist sicher, dann gibt es sicher noch einen größeren Boom. Ob man den Preis jetzt gewinnt oder nicht, wichtig ist, dass man Publikum gewinnt. Dass die Leute dann danach kommen und uns sehen wollen. Damit wir leben können. Ja. Sexbomb, geh einmal Sexbomb, ha. Baby, you can turn them on. Wie reagiert denn das österreichische Publikum auf Schweizer Comedians? Das reagiert super. Und ja, wir sind auch in Österreich unterwegs. Wir waren eigentlich schon fast überall in Österreich. Heute gerade. Das ist schon die erste Anfrage hier. Das ist die Agentur aus Wien. Ja, nächste Woche sind wir bei euch, ja. Wir kommen. Schon ausverkauft. Okay. Und ihr bestechend intelligenter Blick. Der Preis ist immer gut. Ich glaube, es gibt auch Geld. Wegen dem bin ich auch da, wegen dem Geld und wegen dem Essen. Vergeben wurden zwei goldene Äpfel. Einer von der Jury und einer vom Publikum. Ja, mein Gott, wo ihr meiste lacht, auf den seht ihr. Ich glaube, dass die Menschen einfach frötern zum Lachen. Und wenn man denen an einem Abend mehrere Künstler erleben kann, ist das toll. Und der Wettbewerb gibt dem Ganzen einfach nochmal ein bisschen Pfeffer dazu. Eingeheimst hat beide Trophäen Andi Ost. Ja, mir geht es, glaube ich, weniger um Chancen oder ums Gewinnen. Es ist eher so, dass man einfach bei so einem Ensemble auch einen Teil dazu beitragen will, dass der Abend ein Erfolg wird. Und die Schnecken hatten einen Plan. Die wollten wissen, wer es am schnellsten schafft. Über die Autobahn. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird schleimig und schwer.